Hallo Fans, hallo Haters, euch grüße ich natürlich auch. Hi Muttis, alles Liebe an euch. Ich hoffe, ihr wurdet heute reichlich beschenkt. Es ist ja Mutti-Tag. Dann hallo an alle Luftpumpen. An euch geht der erste Teil des Videos. Ich habe ja mal erzählt, ich zeige euch, wie ihr den ein oder anderen Muskel antrainieren könnt. Ich trainiere auch Beine. Ja, von Siegischöpfchen soll ich euch außerdem berichten, dass Brainiac nächste Woche wahrscheinlich erscheinen wird. Da könnt ihr gespannt sein, der kriegt ja dann seine Strafe. Ja, außerdem, Band auf der Straße. Ich war auf der Straße. Ich habe so ein bisschen probiert, Leute einzubinden für die Toastbrot-Challenge. Habe ich erzählt, ich selber finde das albern. Aber wir gehen trotzdem auf die Straße und gucken. Ja, die ersten Kontrahenten konnten wir auch mit einbinden, allerdings hat uns dann das Wetter einen Strich durch die Rechnung gesetzt und wir mussten leider das Ganze abbrechen. Auf jeden Fall quasseln wir nicht so lange rum. Ich mache mich jetzt, fertig und gleich wird dann, ihr wisst schon, ein bisschen die Muckis. So, ich habe mich jetzt kurz hier in Schale geschmissen, beziehungsweise ich habe einfach meine Jacke auf die Seite gepackt. Freunde, ihr seht ja hier, mein Studio, alles schön aufgerichtet. Ihr wisst ja selber, der Sommer steht vor der Tür, der Alkoholplauze oder der Winterspeck, der soll weg. Wie macht man das am besten? Am besten natürlich weniger fressen. Aber des Weiteren, man kann natürlich auch Sport machen. Einfach ein bisschen Sport. Das heißt, bevor man anfängt mit Sport, wir wollen das ja richtig machen. Was macht man denn? Was ist das Erste, was man macht? Na, man wärmt sich ein bisschen auf. Nein, doch. Einfach ein bisschen aufwärmen. Das heißt, heute geht es vor allem um die Hände. Wir wärmen jetzt mal ein bisschen die Hände auf. Und wie wärmt man die Hände ordentlich auf? Mit Dehnen. Ja, Freunde, einfach ein bisschen dehnen. Dehnen wir ein bisschen. Und das muss richtig sein. Legt euch ins Zeug. Nicht nur ein bisschen dehnen. Schön nach hinten. Bisschen links, bisschen rechts dehnen. Den Mittelfinger auch ein bisschen dehnen. Links und rechts dehnen. So macht er das mit der ganzen Hand alles einmal durch und macht das ordentlich. Keine Haltung, das ist wichtig, dass er das ordentlich macht, weil da man kann sich verletzen, es kann viel passieren, es soll Sport sein, ihr wollt die dicken Muckis haben, macht das ordentlich. Haben wir auf jeden Fall alles schön und, oh, ihr wisst, ich habe gesagt, macht das ordentlich. Oh. Wenn ihr das ordentlich gemacht habt, dann kommt man auch ins Schwitzen bei Freunden. Ich komme gar nicht ran, hier läuft mir überall der Schweiß. Wenn ihr das ordentlich gemacht habt, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Freunde, ich habe ja gesagt, legt euch richtig ins Zeug, ich bin total geschafft von denen. Vom Aufwärmen schon. Ich muss jetzt mal trinken. Das ist nämlich das nächste Wichtige. Immer ordentlich viel trinken, ja. Trinkt und trinkt und das ist wichtig. Nicht, dass er mir hier kollabiert, wegen ein bisschen Sport machen. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu Nummer 2. Aufgewärmt sind wir. Die Hände sind ordentlich. Es kann losgehen. Wir schnappen uns dieses Gerät, seht ihr das? Und dann wieder vor, legt euch richtig ins Zeug. Nicht nur ein bisschen, wir machen hier Sport. Ihr wollt endlich von der kleinen zur großen Luftpumpe werden, legt euch voll rein. Das heißt, dieses Teil hat ja Griffe, man sieht, wo man das hält. Und dann, wir müssen uns ordentlich hinsetzen dafür. Immer den Rücken natürlich gerade lassen. Schmeiß dabei nicht alles um, du Jockel. Und dann, boah, drückt euch.
macht er so dreimal. Glückwunsch! Oh. Legt euch ins Zeug, habe ich gesagt. Da läuft der Schweiß. Oh, Freunde. Oh. Überall läuft, das Wasser läuft. Du schüttest es oben rein und es kommt aus den Poren einfach wieder raus. Habt ihr das gemacht? Kommt Nummer 3. Wieder gerade hingesetzt. Oh, Jockel muss sich kurz. Oh, ich muss mich kurz zurücklehnen. Oh, mir ist ja schummrig. Oh, Freunde. Oh. Motivation, das wäre nämlich das nächste. Ohne Motivation geht dabei gar nichts. Und meine Motivation ist jetzt leider schon auch. Und es reicht auch schon wieder, ich habe euch gezeigt, wärmt euch auf, legt euch ins Zeug, der Schweiß, der muss laufen, das muss treffen. Und dann reicht es auch. Okay, Freunde, nach der schweißtreibenden Arbeit müssen wir natürlich noch kurz duschen. Dann mache ich mich fertig, ich ziehe mich an und ich würde sagen, dann gehen wir, ich will jetzt noch ein bisschen im Park, das Wetter ist gut, bisschen genießen, aber ich quatsche euch da nicht mehr voll, wundert euch nicht. Okay, bis gleich. Jockel, Jockel! Siege, Chefchen! Ja, was willst du denn? Schnittlauch! Was wollt ihr denn immer alle Schnittlauch? Nein, eine Zwiebel kannst du haben, wenn du willst. Die brauchst du nicht, das habe ich mir fast gedacht. Und sonst? Ich soll mal wieder arbeiten kommen, ja! Ich habe gut verdient, du weißt doch. Ich mache mir hier einen Lenz im Park. Die Sonne ist zwar nicht da, aber das juckt mich nicht. Nicht die Bohne. Ja. Ja, wenn es wieder was gibt, ruf mich wieder an. Ich hab keine Zeit. Tschüss. Gehen die mir mal auf die Nerven mit dem Schnittlauch. Junges, Junges. Eine Minute, 37 Sekunden später. Freunde, Jockels erzählt euch jetzt mal ein Lied. Und zwar, da fragt der eine den anderen, was ist denn dein Beruf? Da sagt er zu dem, Zauberkünstler. Dann fragt der andere, was, Zauberkünstler? Dann sagt er, ja, ich zersäge Frauen. Und dann fragt er den, ja, und hast du Geschwister? Ja, 2 Halbschwestern. Wartet da den Jupp? Ist doch albern. Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ja, so ist das. So ist das. Ey, wer stört mich beim Kacken? Ey, nicht mal hier beim Kacken, aber nicht mal beim Furzen habe ich meine Ruhe. Mach die Tür zu, aber vorher, wer noch nicht hat, was Redis TV abonnieren.
die Glocke drücken, damit du auch nichts verpasst. Und jetzt mach die Tür zu, verdammte Scheiße. Freunde, ich habe noch einen weiteren Witz für euch. Und zwar fragt der Lehrer den Ali, wenn du auf der Straße ein Gehirn finden würdest oder 500 Euro, für was von beiden würdest du dich denn entscheiden? Da sagt der Ali, natürlich für die 500 Euro. Da sagt der Lehrer, ja, ist schon klar. Da fragt der Ali den Lehrer, ja, und für was würdest du dich entscheiden? Da sagt der Lehrer, na, natürlich für das Gehirn. Da sagt der Ali, ja, ist schon klar, jeder so wie er braucht.